Ich wurde nun mehrfach schon von Abonnenten gefragt, wie ich das denn draußen handhabe mit dem Essen, wenn ich mal etwas länger an einem Platz bleibe. Ob ich dann zum Beispiel das Essgeschirr einfach auf dem Boden habe und vom Boden aus esse, ob ich es mir auf den Schoß lege, weil es wird ja auch recht warm, wenn man es über ein Feuer warm macht, oder ob ich da irgendwie was anderes mache. Und genau darum soll es heute gehen. Was ich euch heute zeigen werde, hat natürlich relativ wenig mit Survival zu tun, dafür aber eher etwas mit Bushcraften, also mit dem Handwerken draußen. Trotz alledem denke ich, dass es ganz nützlich sein kann für alle, die auch gerne draußen mal zelten gehen oder ähnliches. Und im Grunde machen wir eigentlich nichts anderes, als uns einen kleinen Tisch zu zimmern. Und wie das recht einfach und schnell geht, das möchte ich euch eben heute zeigen. Könnt ihr das Ganze natürlich auch einfach nur als eine Ablage tagsüber benutzen, damit ihr, wenn ihr am Werkeln seid, eure ganze Ausrüstung immer schön on location habt oder dann eben eure Werkzeuge schnell wieder griffbereit und sichtbar liegen habt. Ich werde euch natürlich wie immer einen Link unten in die Videobeschreibung packen von den verwendeten Ausrüstungen, die ich benutzt habe. Wenn es interessiert, schaut da also rein. Nun, ich hoffe, dass das Video für den einen oder anderen eine kleine Inspirationshilfe gewesen ist. Ihr müsst es natürlich nicht so machen, es ist nur als eine Idee gedacht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir noch ein kleines Like dabei, Fragen unten kommentieren. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß mit den zwei Videos hier. Hierbei noch abonnieren. Alle Links zu meinen Social Medias wie immer unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Projekt. Bis dann, ciao, tschüss, Stefan.